Yes, danke vielmals, dürfen wir da sein. Mir ist besonders Freude, um unter den Jungen verweilen, abend lang. Ich bin sonst meistens immer am Sonntagmorgen dabei. Und es tut mir richtig gut, um da sein, weil ich bin ja auch erst 29. Ich gehöre offiziell noch daher eigentlich. Gell? Sie zieht mich immer auf, weil ich halt 31 bin und sie noch 29. Yes. Bis am 21. November, nachher ist sie dann auch 30. Yes, hey, wir wollen euch ein bisschen heute Abend in unser Leben mit reinnehmen, vor allem mit Youth-Zeit und junge Erwachsene und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns besonders geprägt hat in dieser Zeit. Yes, und ihr habt es vorhin kurz schon gesehen, wir machen etwas mega special, das habe ich so noch nie gemacht. Wir haben einen Slider aufgeschaltet, wo du kannst Fragen aufschreiben, wenn du das möchtest. Und dann könnt ihr die Fragen raten mit «Gefällt mir» drücken. Und am Schluss von der Message nehmen wir dann so die zwei, drei höchst gerateten Fragen und versuchen sie euch zu beantworten. Genau. Wir werden mit... Gibt es eine Einschränkung in dem Thema? Nein, keine Einschränkung. Aber wir dürfen frei sein zu entscheiden, ob wir dann über das Thema reden wollen oder nicht. Den Deal müssen wir eingehen miteinander. Genau. Hey, wir wollen mit euch heute drei Punkte anschauen aus unserem Leben, aus unserer Geschichte, die uns mega geprägt haben, bis zu dem heutigen Tag immer noch prägt, die unsere Nachfolge prägt. Und wir haben es gesehen bei dem Grow-Teaser, der uns in den letzten Jahren mega wachsen lassen hat. Und das wünschen wir doch uns allen, oder wir wünschen uns, dass alle immer können weiter zu wachsen. Und der erste von diesen drei Punkten ist Seek God first. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Oh, sorry. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und das ist unser erster Punkt, Seek God first. Ich will euch kurz reinnehmen in meine Story. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen. Ich bin später mit der Scheidung von meinen Eltern eigentlich zum Glauben gekommen, als Teenie. Und ich bin in dieser Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin, in einer festen Beziehung gewesen, also mega ungesunde feste Beziehung. Und ich habe mich dort entschieden, eigentlich in dieser Beziehung für Jesus Christus. Und ab dem Moment hat sich mein Leben wirklich angefangen zu verändern. Als Teenie war ich recht rebellisch, habe Sachen ausprobiert. Das wäre jetzt eine grosse Story, um hier den Bogen aufzumachen. Aber das ist so das Wichtigste, was wir wissen. Und ich bin zum Glauben gekommen durch Worship-Songs, die meine Stiefmutter dann gehört hat zu Hause. Das hat mich Fragen gemacht, wer ist der Gott, von dem die hier singen. Und sie ist eine Brasilianerin. Und in der brasilianischen Kultur ist es mega üblich, dass du so Missionare hast. Oder auch Propheten, die du ab und zu mal anrufst und so ein bisschen fragst, hey, was hat Gott, was will Gott mir sagen? Ein Bett doch für mich. Und dann war es ein Abend so, wir haben den Propheten angerufen und ich wollte hören, was Gott für mein Leben parat hat. Und er hat angefangen zu beten und ich vergesse es nicht mehr. Er hat gesagt, Medea, der Mann, der jetzt an deiner Seite ist, wird nicht der Mann fürs Leben sein. Das ist nicht das, was Gott für dich parat hat. Gott hat einen anderen Mann für dich gedacht. Und ich war völlig baff, weil ich bin Hals über Kopf verliebt war. Ich will am liebsten mit 16 heiraten, nachher mit der Unterschrift von meinen Eltern. Und ich wollte das einfach nicht glauben. Ich dachte, nein, das geht doch nicht. Wie ist das möglich? Das ist doch mein Mann fürs Leben. Und ja, ich habe das setzen lassen. Nach einem halben Jahr später, etwa ungefähr, ich weiß nicht mehr so genau, ist die Beziehung dann wirklich von mir beendet worden. Das ist nochmal eine Story für sich. Die, die es interessiert, könnten gerne mal nachfragen. Yes. Und du, die Prophetie eigentlich von dem Prophet, und gesagt hat, Gott hat jemanden für dich bereit, hat sich das wie in mir so ausbreitet und denkt, wer ist es? Wo ist er? Und die Frau, die ich war, habe ich gedacht, wer könnte denn mal sein? Gott, ist er da? Eigentlich hat sich nachher mein ganzes Gebetsleben nur noch um den Mann gedreht.
Und also wirklich schon, ja, recht schlimm. Auf jeden Fall hat sich gelohnt, yes. Ich habe wirklich mal ein Gebet gebetet, an das erinnere ich mich sehr gut. Ich habe gebetet, Jesus, ich will einen Mann, der Vollgas gibt für dein Reich, der sich in dein Reich investiert. Ich will einen Mann, der gross ist, der gut gebaut ist, der dunkle Haare hat und Augenfarbe am liebsten blau, wäre aber auch easy grün oder braun, ist egal was. Ja, zu wenig konkret. Und ja, Gott hat mich irgendwie doch ernst genommen in dem hinein, mega krass. Ja, auf jeden Fall bin ich später irgendwie mit 17 dann irgendwann nochmal in eine Beziehung gekommen. Er war nicht gläubig, ich gläubig. Ich habe grundsätzlich wie meine Prinzipien ein bisschen über den Haufen geworfen, durch das, dass ich mit ihm in eine Beziehung gegangen bin. Ich war eigentlich wieder verliebt, aber eigentlich meine Prinzipien habe ich völlig über den Haufen geworfen für ihn. Und die ist dann wirklich, die Beziehung ist von ihm aus dann nach irgendwie 3 Wochen zu Ende gewesen. Und das ist für mich ein richtig harter Zerbruch gewesen, weil ich habe ihn für ihn wie meinen Glauben wie so ein bisschen geopfert oder wie so ein bisschen Schritt auf ihn zugemacht und Sachen über den Haufen geworfen, die mir wichtig sind. Und dort, nach dem Zerbruch, habe ich wie gemerkt, mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen hat. Mir ist das wie ein Götz geworden, den Partner fürs Leben zu finden, höher als Gott. Und ich habe mich dort in meinem Zimmer allein entschieden, auf die Brüllen, auf die Knie einen Buß zu tun und das wie erkennt und gesagt, hey Jesus, es tut mir so leid, habe ich nicht dich an erster Stelle gesetzt und habe ich zum Teil Sachen verleugnet. Und dort hat sich dann angefangen, wirklich mein Leben auf den Jesus auszurichten. Und er war mir das Wichtigste. Er hat gesagt, ich will nichts mehr wissen von den Männern. Ich will mich nur auf dich ausrichten. Hast du nicht also yes. ein Erlebnis gemacht? Ich finde es so beeindruckend, Schatz. Ich liebe das so. Dir, das hat sich seitdem niemand geändert. Du lebst das so krass vor, wie du auch immer versuchst, Gott an erste Stelle zu setzen. Eine Story aus meinem Leben, wo ich das mega, wo ich einfach mega challenged worden bin, ist, als ich das Studium angefangen habe als Sozialpädagoge. Und ich bin da schon mega aktiv gewesen, in der Kirche. Ich habe 20s, 20er, heute One Fire geleitet. Und genau. Und ich war im Leitungsteam gewesen und ich habe einfach alle hingegeben für Kirche. Und dann irgendwie ist es zum Thema geworden, hey, der Pastor damals ist gegangen, mit jemand Neues gesucht und ich bin dann so ein bisschen ins Spiel gebracht worden. Und ich habe gedacht, hey, nein, das kommt für mich nicht in Frage. Ich war in dieser Ausbildung grundsätzlich und es hat mir gefallen. Und wir haben wie gemerkt, wie Gott anfängt, vor allem zu der Medea hat er recht klar, recht schnell geredet. Das ist crazy. Männer. Falls ihr mal vorhaben zum Heiraten, muss man übrigens nicht zwingend vorhaben, Frauen sind so viel schneller im auf Gott hören. Das ist einfach crazy. Auf jeden Fall hat sie schon gewusst, hey, es ist dran, die Ausbildung abzubrechen und in die Kirche zu gehen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich es begriffen habe. Und das hat mich wirklich damals viel gekostet. Leute haben mir gesagt, hey, du rührst dein Leben weg, das hast du nachher in deinem Lebenslauf. Einfach, ich habe mir viel strube Sachen müssen anhören von Leuten aus meinem Umfeld, aber ich habe gemerkt, hey, mal, ich will Gott an erste Stelle setzen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass das der Weg ist, wo wir gehen sollen, dann gehen wir den. Das heisst nicht, dass das alle so machen müssen. Und Gott kann auch ganz anders führen. Es ist eine Form, ein Lebensentwurf, den du heute Abend hörst. Aber wir haben gemerkt, hey, wir glauben, es ist dran, in die Kirche zu gehen. Und wir haben uns entschieden, Gott an erste Stelle zu setzen, auch wenn es uns wirklich ja, dort etwas gekostet hat. Ja, was könnte für dich das bedeuten? Ich bin noch nicht fertig. Nein. Oh, sorry. Sorry, Schatz. Und wir haben schon immer gesagt, als Einzelpersonen. Das ist so ein ruhiger. Weißt, ja, das so ist eine Pause. Aha, okay. Das ist ein rhetorisches Stilmittel. Das kennen Frauen nicht, dass man während dem Schwätzen mal eine Pause macht.
Nein, sorry, Schatz. Genau. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Wir haben damals entschieden, schon als Einzelperson, aber auch als wir geheiratet haben, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir haben wirklich das uns auf die Fahne geschrieben und das hängt bis heute auch immer noch an unserer Haustür. Und ich möchte dir heute Abend einen mega wichtigen Satz mitgeben. Es geht in deinem Leben nicht in erster Linie darum, erfolgreich zu sein, sondern es geht um Frucht. Das sagt uns die Bibel immer wieder. In Johannes 15 lesen wir von dieser Frucht. Und da wäre jetzt das wunderschöne Bild mit den Trauben, genau. Es geht darum, nicht, dass du in erster Linie erfolgreich bist, sondern dass du Frucht bringst. Und das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich möchte dich einladen, immer wieder Gott zu fragen, ihn einzuladen in dein Leben. Bringt das Frucht, die ich mache? Jetzt, Baby, darfst du übernehmen. Okay, zum Glück hast du den noch gebracht. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt, was könnte das für dich bedeuten? Seek God first. Hast du vielleicht so einen Götz in deinem Leben, wo du merkst, hey, ich bin nicht mehr nur auf Gott ausgerichtet oder er ist nicht erste Priorität in meinem Leben? Es können verschiedene Sachen sein. Eben bei mir ist es jetzt der Partner, die Partnerwahl. Vielleicht ist es bei dir der Erfolg oder das Hobby oder die Freunde oder vielleicht auch die Meinung, was andere über dich denken. Yes, es soll wirklich ein Abend sein, wo du dir das mit kannst nehmen, hey, wo steht etwas an erster Stelle, wo nicht sein sollte. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Yes, das ist so ein Geheimnis. Nehmt das mit für euer Leben. Der zweite Punkt, den wir mit euch sharen heute Abend, ist: Have a pure heart. Behüt dir ein reines Herzen. Sprüch 4,23 heisst: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir haben uns kennengelernt hier im ICF. Da haben sich schon so viele Ehepaare kennengelernt. Das ist wirklich ein guter Ort, falls du auf der Suche bist. Und wir haben uns da kennengelernt. Mit dir ist eines Tages aus dem Nichts einfach da auftaucht, da reingelaufen. Und sie hat sich bei ihrem ersten Celebration-Besuch spontan taufen lassen. Und das ist mal ein Statement. Das spricht so ein bisschen für ihre Persönlichkeit. Genau, und erzähl uns, nimm uns doch rein in die Story und was das mit einem reinen Herz zu tun hat. Mhm. Ja, genau. Also gehen wir wieder zurück zu meiner Story. Also wieder back. Genau, ich habe die Entscheidung getroffen und habe mich voll auf Jesus konzentrieren, habe meine Lehre gemacht in Bad Ragaz und darum nicht mehr so viel heim in die Kirche. Und darum habe ich hier in der Umgebung eine Church gesucht und bin aufs ICF gestoßen. Bin dann ein paar Monate später spontan, weil ich an der Wochenende auch gearbeitet habe, am Sonntagabend da reingehockt. Bin in der Stätte, wo du hockst. Ja, dort links, genau. Dort bin ich gehockt und ich habe gebetet: Jesus, ich will wirklich mein altes Leben hinter mir lassen und ich will einen neuen Anfang mit dir heute machen. Ich will, dass du mich in eine neue Dimension hineinführst, die ich noch nicht kenne. Und wirklich das Alte hinter mir lassen. Und der Cousin hat an diesem Tag Predigt gehabt. Ich weiss noch genau, was er predigt hat. Und zwar hat es mich so krass angesprochen, weil es ist eigentlich genau da gewesen, wo mir dem bewusst worden ist. Ich habe wie durch all die, also so ein bisschen durch die Regeln, die ich mir gemacht habe, habe ich mich probiert, wie selber rein schaffen. Durch das, dass ich wirklich dort in dieser Beziehung wie sexuell Grenzen überschritten habe, habe ich gemerkt, ich habe mir so krasse Regeln aufgestellt, die ich gar nie hätte können halten. Aber ich habe sie mir wie zum Selbstschutz aufgestellt, weil ich dachte, ich brauche es, weil ich will rein sein. Und nach dem Zerbruch von dieser anderen Beziehung habe ich dann wie gemerkt, ich kann es gar nicht, ich schaffe es nicht. Und da in dieser Predigt ist mir dann das wie bewusst worden.
ich kenne es nicht, ich brauche den Jesus, ich bin noch nicht getauft, ich brauche die Taufe, wo genau das symbolisiert, du gibst dein alte Leben in dem Wasser, lässt es zurück und kommst als neuer Mensch auf und bekennst eigentlich damit, dass du zu Jesus gehörst und dass du es selber nicht schaffst. Dass du von dem hohen Ross oben runterkommst und auf die Knie gehst und sagst, Jesus, ich brauche dich, ich kann es nicht aus mir selber raus, ich schaffe es nicht, um mich rein zu waschen. Weil du bist der, der es vollbracht hat. Und ich brauche dich immer wieder. Und ja, an diesem Abend hat er dann wirklich dann eben spontan noch aufgerufen zur Taufe. Und ich wollte eigentlich nicht gehen, aber ich hatte mir so eine Strenge. Es war unbeschreiblich. Ich habe mich eigentlich schon zur Taufe angemeldet in meiner alten Gemeinde. Und darum habe ich gedacht, nein, also, soll ich mich jetzt hier taufen? Ich kenne doch gar niemanden. Und, aber ich hatte so ein starkes inneres Gefühl, dass ich es machen soll. Und habe dann gebeten und gesagt, okay Gott, wenn du das willst, dann musst du mir das Zeichen geben, sonst mache ich es nicht. Und dann ganz, wirklich ganz am Schluss ist der Cousin nochmal auf die Bühne gekommen und hat gesagt, er habe ein Bild, dass Jesus hinter dem Taufbecken steht und sagt, komm, mein Kind. Und das war für mich das Zeichen gewesen. Und dann habe ich mich taufen lassen. Und eben seine Mutter hat mich an diesem Abend getauft und hat mich ins neue Leben getauft, zu meinem zukünftigen Ehemann hin. Nein. Sie hat mich wirklich tatsächlich an diesem Abend noch ihm vorgestellt. Mit dem Gedanken, hey, das wäre doch mal, das wäre jetzt eine Frau für meinen Sohn. Und ich bin dort aber völlig, so, eben, ich wollte nichts mehr wissen von Männern und dachte, nein, ich würde mich nur auf Jesus konzentrieren. Ja, das ist so die Story. Und ich gemerkt habe wirklich, Jesus will in deinem Herz etwas bewirken. Du kannst dich nicht durch Äußerlichkeiten zuerst nur das Äußere verändern und dann verändert sich das Innere dann schon. Sondern er will umgekehrt, er will dein Herz. Er will dein Herz verändern, weil alles andere verhebt nicht. Und das habe ich leidend erfahren. Ich habe Gott zwar meine Äußerlichkeiten wie hergehebt. Ich habe eben aufgehört, Rauchen aufgegriffen, ich habe keinen Sex mehr gehabt und so weiter und so fort. Aber mein Innere war wie nicht standhaft in den wirklich wichtigen Situationen. Und darum mein Punkt für euch, have a pure heart. Das ist uns so wichtig. Gib Gott dein Herz her. Heb ihm dein Herz her. Er will zuerst dein Innere verändern und von dem Inneren wird sich das Äußere auch verändern. Und das ist etwas, was ich dort ansatzmässig erfahren durfte und was ich heute noch immer wieder erfahren durfte. Hey, Gott will mein Innere verändern und von innen nach außen die Frucht entstehen lassen. Yes, ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Es geht bei Jesus nicht darum, dass wir uns selber reinigen, putzen, im Bild von waschen, wenn es Jesus sagt, wenn die Quelle schlecht ist, dann kommt schlechtes Wasser raus. Und wenn die Quelle gut ist, kommt gutes Wasser raus. Und er ist der Einzige, der uns ein neues, reines Herz schenken kann. Im ICF reden wir von dem Get-Free-Lifestyle. Und ich möchte euch das so ans Herz legen. Es geht nicht um eine Tat, dass du wieder rein wirst, sondern es geht darum, dass du an das Kreuz gehst. Von Jesus schauen wir, ob der Jan wach ist am Livestream. Dass wir immer wieder daher gehen. Und unsere Schuld bei Jesus ablegen, das ist so entscheidend. Schön, Jan. Nein, wirklich, der Punkt ist mir so wichtig, darum renne ich da von der Bühne ab, dass wir merken, dass es gar nicht um das, was wir tun können, sondern dass wir an das Kreuz gehen zu Jesus und ihm die Sachen bringen, die uns von ihm trennen und immer wieder die Vergebung in Anspruch nehmen, das neue Leben in Anspruch nehmen, seinen guten Geist, der in uns lebt und die Gaben in uns will tun, in Anspruch nehmen. Ich möchte euch auch mega zu dem einladen. Und das ist nicht etwas, das macht man einmal und dann ist für den Rest des Lebens ist es gut. Sondern wir kennen das, wir laufen immer wieder alle und wir fallen immer wieder alle und wir können immer wieder aufstehen, unsere Krone richten und weiterlaufen. Und das ist so etwas Wichtiges im Unterwegssein mit Jesus.
Yes, hey, wenn du merkst, dass deine Seele schreit, dass in dir etwas nicht so ist, wie es sollte sein, dann nimm das ernst. Und du es nicht einfach zudecken. Es hat mal jemand Bauchweh gehabt und er hat gedacht, ja, easy, Schmerzmittel nehmen. Und das Bauchweh ist weggegangen, ist wiedergekommen, wieder Schmerzmittel genommen. Und irgendwann hat die Person notfallmässig müssen ins Spital und sie hat bereits einen Platz den Blinddarm gehabt. Und wir alle denken, Mann, ist das dumm, oder? Aber oftmals machen wir es genau so mit unserer Seele. Da tut etwas weh und wir lenken es einfach ab. Wir decken es zu mit irgendwelchen Sachen, die uns vielleicht für den Moment den Schmerz ein bisschen nehmen, anstatt dass wir genauer hinschauen, wieso tut es weh, was ist die Wunde, was ist die Verletzung und mit dieser zusammen mit Freunden zu Jesus gehen und sie bei ihm heilen lassen. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja, und das dritte Nugget aus unserer Jugend, das ist «You can have it all». Im Lukas 10, Vers 27 steht, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst.» Yes, you can have it all, meint nicht, ich kann alles haben, sondern es meint, Gott, du, sorry, falsche Kirche für Prosperity Gospel. Sondern es heisst, Jesus, du kannst alles von mir haben. Du kannst alles von mir haben. Ich gebe dir mein ganzes Leben, meine ganze Hingabe. Und nicht wieder auch da, nicht aus einer Leistung raus, sondern weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist so entscheidend. Darum können auch wir wieder andere Menschen lieben. Darum können wir ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und darum können wir auch unsere Mitmenschen lieben. Und wir haben uns immer wieder entschieden, wirklich Gott unser ganzes Leben hinzugeben. Und nicht zu sagen, okay Gott, aber die Finanzen, also weißt du, da schauen wir selber, das geht dir nichts an. Oder die Familienplanung, weißt du, Gott, da darfst du uns nicht reinschwätzen, da schauen wir selber. Sondern es ist so nicht echt, wenn wir Gott einfach nur als ein Lifestyle-Produkt in unser Leben reinnehmen. Sondern es ist so wichtig, dass wir sagen, Gott, ich will dir mein ganzes Leben geben. Dass wir die Nachfolge ernst meinen, weil ich glaube, sonst funktioniert es nicht. Sonst wird es streng und frustrierend. Und du bist die ganze Zeit, ich kann es nicht, ich mache es nicht, keine Angst, in so einem Spagat drin. Wo du auf die einen Seite denkst, irgendwie will ich schon mit dem Jesus und auf die andere Seite denkst, aber ja, das andere ist eben schon auch noch cool, da ein bisschen Saufen und Party und Vibe und was auch sonst noch alles. Oder Männer, genau. So ein bisschen, ja, ich habe eine Weile versucht, in diesem Spagat zu leben und ich will es niemandem empfehlen. Es ist anstrengend, mühsam und frustrierend. Yes. Ja, wir kürzen ein bisschen ab. Auf jeden Fall haben wir uns immer wieder entschieden, Gott unser ganzes Leben hinzugeben. Ich habe zum Beispiel meinen Job gekündigt, als ich als Lastwagenchauffeur gearbeitet habe. Und ich habe gesagt, hey, ich will ein Jahr investieren in die Beziehung mit Gott. Und ich habe das ICF College gemacht. Und das hat mich viel gekostet, aber es hat sich sowas von gelohnt. Oder Medea zum Beispiel, was hast du so gemacht? Also ich wollte auch das ICF College machen und habe dort mal als Gouvernante, also das ist so ein Führungsposition im Grand Resort, gearbeitet. Und sie haben mir die Bewilligung nicht gegeben, um, dass ich immer am Freitag frei habe. Und dann habe ich gefunden, ich will das machen. Und ich habe Gott an erste Stelle gesetzt und habe gekündigt darauf ab, ohne zu wissen, wie er uns wird versorgen, aber mit dem Wissen, dass er es machen wird. Und darum haben wir gekündigt, im Vertrauen, dass Gott uns versorgen wird. Und ja, wir haben den, oder ich habe den gesucht und wie nichts gerade gefunden. Yeah, und bin dann tatsächlich zurück ins Grand Resort und habe gefragt, ob sie vielleicht doch noch irgendwo eine Stelle für mich haben. Und ich bin in der Wäscherei gelandet, was für mich sehr wie demütigend war, weil ich wie die Chefin war vorher, eigentlich wie
Sagen hatte, wer wo was macht. Und dann wieder zurück in eine Position, wo ja, du halt von innen gesagt kriegst, was du machen hast. Das hat mich wirklich sehr viel gekostet, aber es war so gut gewesen, weil mein Stolz ist dort gestorben. In diesem Bereich. Und es hat richtig gut getan. Einfach nochmal Gemeinschaft haben mit denen und können das ICF College machen. Und dort war ich dann eine Zeit lang und später dann in einem Café. Genau so habe ich mich auch gefühlt, als wir geheiratet haben. Joke. Ja, der. Genau. So läuft das bei uns. Er macht einen Joke und einschlägt, oder was? Nein, das ist wirklich etwas, was wir immer geliebt haben, um zusammen auch als Paar ins Reich Gottes in die Kirche zu investieren. Und es ist nicht nur so, dass es uns einen Preis gekostet hat, sondern es ist auch eine riesige Freude, ein riesiges Abenteuer. Und wir haben so mega von dem können auch profitieren. Und gerade du, erzähl doch noch ein bisschen, was war so für dich der Benefit gewesen, um so in so eine Church-Family reinzukommen? Also dort, wo ich dann mit taufen lassen habe, habe ich gewusst, hey, ich will jedes Mal, wenn ich kommen kann, will ich hierher kommen. Ich habe sofort eigentlich wie eine Freundschaft entwickelt mit ihm, seiner Schwester. Sie hat mich immer geholt und gefahren und mir geschrieben, ob ich auch komme und mich holen kann. Und mega herzig. Und ja, so bin ich wie in die Church gekommen. Es war mir mega wichtig, dass das Priorität hat, um hierher zu kommen. Auch wenn ich müde war nach dem Arbeiten, auch wenn es mir etwas gekostet hat. In eine Crowd zu kommen, wo ich ja eigentlich wie niemand kennt habe. Also ich bin ja nicht hier aufgewachsen. Und trotzdem habe ich gefunden, hey, ich will mich nicht von dem hindern lassen, nur weil ich jetzt niemanden kenne. Und ja, dadurch, dass ich immer wieder so ein bisschen aus meiner Comfortzone gegangen bin, habe ich dann wirklich erleben, wie diese Kirche mein Zuhause geworden ist. Wir haben noch 3 Minuten um Fragen, ja. Gell? Und, aber das ist wichtig. Und wie ich gemerkt habe, als ich mich angefangen habe, zu committen in eine Group, also in ein Ministry, haben sich Freundschaften viel tiefer entwickelt. Ich bin geistlich gewachsen, ich habe eine geistliche Familie bekommen und ich habe mich richtig zu Hause gefühlt. Und diese Freundschaften, die haben noch bis heute. Yes, hey, ich glaube, Gott will und kann jeden von uns brauchen. Und es kommt nicht so darauf an, was wir können oder nicht können. Ich denke mal, ich bin das beste Beispiel dafür. Gott braucht mich, er braucht uns, nicht weil wir talentiert oder begabt sind, sondern weil wir einfach gesagt haben, wir stellen uns dich, Gott, zur Verfügung. You can have it all. Unser Leben gehört dir und es ist die beste Entscheidung, die wir getroffen haben. Und es macht so Freude, dem Jesus nachzufolgen, von ihm zu lernen und ihm ähnlicher zu werden, zusammen mit so vielen genialen Menschen. Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Yes, das sind die 3 Punkte, die wir euch mitgeben wollten. You can have it all. Have a pure heart and seek God first.